Es ist Samstag, der 19. Juli 2014, hier ist ein Interview für unser Politikblog und für Sendung Macht und Menschenrechte von Jungle Drum Radio mit Woyner von der Bandbreite. Woyner, was hat dich bewegt, zu den Mahnwachen für den Frieden zu kommen? Also die Situation, die internationale Situation ist einfach erschreckend, insbesondere die Konflikte im Nahen Osten, der jetzt wieder aufgebrannt ist, ist ein sehr bewegendes Thema für mich. Immer noch die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen in den vielen arabischen Ländern nach dem nicht geglückten arabischen Frühling. Und natürlich die Situation in der Ukraine. Und das Schreiendste daran und das Schlimmste daran ist eigentlich die Berichterstattung, wie man mit Kriegen in unseren Medien umgeht, dass unser Bundespräsident sogar so weit geht zu sagen, wir mögen doch bitte erstmal hinterfragen, vielleicht sei es ja gar nicht so schlecht, dass wir die Bundeswehr in internationale Kampfeinsätze schicken, die man dann immer Friedensmission oder Auslandsmission nennt. Ich finde, das ist eine Farce. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es einfach Zeit ist, dass die Menschen wieder aufstehen müssen und sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn du jetzt eingeladen würdest als Vermittler, um den Konfliktparteien zu helfen, den Frieden wiederherzustellen, wo würdest du ansetzen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin in dem Sinne ja auch kein Politiker, ich bin Musiker. Meine Aufgabe ist es, oder was ich als meine Aufgabe ansehe, ist es, einfach mal zusammenzufassen, was es denn eigentlich für Konfliktherde gibt, was es für Probleme gibt, was es für Lobbygruppen gibt, die dieses gesamte Geschehen auf dem Planeten bestimmen, das zu Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen führt. Und das so in Musik zu packen, dass Leute das verstehen und dass sie das mitbekommen und letzten Endes natürlich dann dagegen aufstehen, gegen das, was da passiert. Ich denke, ich wäre mit Sicherheit nicht der Politiker, der in der Lage wäre, da wirklich zu schlichten, aber dafür gibt es andere Menschen. Es ist nur wichtig, dass die auch mal zum Zuge kommen und nicht die, die von den Lobbys gelitten sind und unterstützt werden, denn das sind meistens diejenigen, die eigentlich nur im Interesse des Profits, des Kapitals und des Geldes handeln und die lösen solche Konflikte nicht. Das heißt, deine Aufgabe ist mehr, die Herzen der Menschen zu erreichen, Probleme aufzuzeigen und wer Konflikte anheizt, damit die Leute dagegen aufstehen und dann, damit die dann die Lösung finden und durchsetzen. Ja, du und ich, wir sind in den Themen drin, ja, von False Flag-Attacken, Thema 11. September, über die Strategie von Otpor am arabischen Frühling, wo Regierungen gemacht werden, wo Politik unter der Oberfläche aktiv gestaltet wird, wo man es aussehen lässt, als wären das Revolutionen oder als wären das irgendwelche willkürlichen Kräfte. Aber die meisten Menschen, die haben davon überhaupt keine Ahnung, die sind total unbeleckt in dem Thema. Und das ist meine Hauptaufgabe oder meine Leidenschaft, ja, Menschen, die eigentlich überhaupt keine politischen Ambitionen haben, mit Songs dazu zu bekommen, sich über solche Sachen einfach mal Gedanken zu machen. Wo hast du bisher erlebt, dass Lieder von dir die Resonanz bewirkt haben, dass Menschen wach geworden sind für den Frieden, aktiv geworden sind für den Frieden? Ganz viele Lehrer schreiben mich an, teilweise auch Lehrer, die, sag ich mal, fachfremd unsere Lieder in ihren Unterricht einbauen wollen, also Mathematiklehrer, die den Song über den 11. September haben wollen über Palästina. Es sind die verschiedensten Leute und wir bieten denen unsere Medien natürlich auch immer an, denn oftmals ist es ja einfach so, dass das Angebot an Kultur, was solche Themen anspricht, einfach sehr gering ist. Und wenn es dann ambitionierte Leute gibt, die ebenfalls das Anliegen haben, über Kultur Menschen zu erreichen und für politische Themen zu sensibilisieren, dann kommen wir dem natürlich immer gerne entgegen. Sind denn zum Beispiel, hast jetzt auch Israel und Palästina angesprochen, vielleicht auch bei der Ukraine, jetzt ganz, auch aktuell, sind da schon Menschen zum Beispiel, die involviert sind in der Ukraine oder Menschen, die Israel oder Palästina involviert sind in den Konflikt, die auf euch zugekommen sind? Ja, es ist in der Tat so gewesen, dass ich von einer in der Ukraine lebenden Russin, im Osten der Ukraine lebenden Russin angesprochen worden bin, die da Verwandte hat, mittlerweile in Deutschland lebt und die sehr, sehr besorgt über die Situation war.
und die sehr dankbar dafür war, dass wir einmal einfach mal subsumiert haben, was da eigentlich passiert, dass gerade der Osten natürlich ein Gebiet ist, wo es auch um Schürfrechte geht, wo die Montanindustrie ansässig ist, und wenn der IWF einem Land, also dem IWF, der Ukraine, in dem Fall Kiew, Kredite gibt, dann will der IWF nicht nur die Zinsen und das Geld wieder haben, sondern er will, und das wissen wir ja alle, eine Öffnung der Märkte, und er will natürlich partizipieren an dem Reichtum der Ostukraine. Und ich glaube auch, und das hat sich bestätigt in dem, was diese Frau mir sagte, dass die Regierung in Kiew relativ rücksichtslos auch gegen die Kiew, also nicht die Kiewer, sondern die ukrainische, die nicht russische Bevölkerung vorgeht, einfach nur mit dem Interesse, eben die russische Präsenz da zu unterdrücken, um wahrscheinlich den Forderungen dieser Geldmonopole des IWFs oder wer auch immer da noch seine Hände im Spiel hat, nachzukommen. Ja. Die Frau hat mir dafür gedankt, dass ich das so auf der Demo einfach mal zusammengefasst habe, weil die total aufgelöst war. Und ich denke, es geht vielen Menschen so, auch im Palästina-Konflikt, die einfach total aufgelöst sind und die auch hier bei uns eigentlich nicht darauf hoffen können, eine Berichterstattung zu bekommen, die der Realität nahe kommt. Ja, wenn ich mir die Bilder ansehe, die da in der Tagesschau gezeigt werden, dann sehe ich eigentlich keine Beschädigung in Israel, aber mittlerweile über 200 Tote. Es kommen keine Bilder raus. Ich bin froh, dass auf israelischer Seite niemand zu Tode gekommen ist. Ich bin da wirklich froh rüber. Aber auf der anderen Seite passiert das, ja, und das passiert meines Erachtens auch mit Kalkül. Da kann man sich, wie gesagt, Medienberichte ansehen, die das eindeutig belegen, dass da Soldaten teilweise sogar auf Kinder schießen, bewusst auf Kinder schießen. Und so eine Berichterstattung, weil man sich ja den Israelis in Deutschland sehr verpflichtet fühlt, die kann ein Palästinenser eine wahrheitsgemäße Berichterstattung in Deutschland leider nicht erwarten. Ich finde das sehr schade. Auch schade, dass, wenn sich dann mal jemand sowas traut, der gleich mit dem Stigma des Antisemitismus überzogen wird. Und das ist natürlich eine Sache, die in den Menschen brodelt und die denen sehr wehtut, denn was da passiert und was die IDF da macht, das ist eine Barbarei, das ist ein Schlachten, das ist Völkerrechtsbruch, das ist Menschenrechtsbruch, und das muss man so klar sagen, und ich wünsche mir mehr Stimmen in den deutschen Medien, die das tun, damit die Menschen und deren Angehörige, die unter der Situation da leiden, auch mal das Gefühl gehabt haben und haben, gehört zu werden in der Welt. Ich verstehe es. Mein Eindruck ist, dass die Hamas es aber auch macht, dass die Hamas auch nicht genau zielt, auch Wohngebiete trifft, dass sie auch nicht besser ist, wenn auch vielleicht in kleinerem Umfang. Das kann mit Sicherheit sein. Ich kann die Situation nicht nachvollziehen. Ich weiß, es gibt bis jetzt keinen einzigen Toten auf israelischer Seite. Die Bilder, die ich gesehen habe, ich habe eine Frau gesehen, die sich hinter ein Auto kniete. Das ist bestimmt auch eine stressige und schreckliche Situation für die Menschen, die da leben. Aber ich sag mal, es ist in dem Augenblick kein Vergleich zu dem, was die IDF den Menschen im Gazastreifen antut. Und das muss man so sagen dürfen. Ja? Ich wünsche mir nicht, dass die Hamas Raketen auf Israel schießt. Das darf auch nicht sein. Aber wer da überlegen ist und wer mit Steinen wirft, das sollte klar sein, ist es leider nicht. Es ist den Menschen klar, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ja? Aber ich will mir einfach rausnehmen, die Gräueltaten, die IDF im Gazastreifen, die Israeli Defense Force im Gazastreifen begeht, und mit ihr eine rechtsesoterische Regierung, die man ganz klar so bezeichnen muss, auch eine rassistische Regierung, dass der endlich Einhalt geboten werden muss. Das muss man klar aussprechen können, und das tue ich hiermit auch. Und ihr habt ja auch ein Lied über Palästina gemacht, und wo ihr Frieden fordert und Beispiele zeigt, wie Israelis und Palästinenser aufeinander zugehen. Welche Reaktion hat es denn auf das Lied zum Beispiel aus der israelischen Friedensbewegung bisher gegeben? Wir haben einmal ein Zusammentreffen gehabt mit der israelischen Friedensbewegung, das ist schon sehr lange her. Das war noch vor den Zeiten des Palästina-Liedes. Man muss leider sagen, dass die Reaktionen auf den Song relativ verhalten waren. Aber wie gesagt, unser Anspruch ist ja auch nicht, als Vermittler dazustehen, sondern unser Anspruch ist es, die Themen überhaupt in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Und meine Solidarität gilt natürlich den Linken in Israel und der linken Friedensbewegung in Israel, denn die hat da einen richtig harten Stand überhaupt, die Linken. Die sind auch zahlreich, aber natürlich auch massiv unterdrückt. Es geht ihnen
als Friedensdemonstranten in Israel genauso, wie es uns als Friedensdemokraten hier, Demonstranten hier geht. Vielleicht nicht, vielleicht in einer anderen, etwas anderen Form, aber natürlich genießen die Leute meine Solidarität und meine vollste Unterstützung. Und wenn ich da was tun kann, musikalisch, das ist das, was ich kann, dann bin ich dazu natürlich gerne bereit. Herzlichen Dank fürs Interview. Gerne.